der dritte von rechts, der größte im Feld. Links neben ihm der Niederländer Vos Emre. Oh, da hat ein bisschen nach Fehlstart fast gerochen, aber alles gültig. Schwarzl ist da hängen geblieben, aber jetzt kommt er besser drin. Jetzt erwischt er es gut. Gutes Finish, wie gestern. Einmal die Hürde genommen, jetzt hat er wieder einen guten Rhythmus und das geht sich sogar mit dem Laufsieg aus. Für Roland Schwarzl, 14:38. Natürlich kein Superstarter im Sprint. Bisschen hängen geblieben und dann hat er schon, schauen Sie, bei der ersten Hürde auf dem besten hier einen Meter Rückstand. Gut und gern. Aber dann kommt er. Dann kommt er stark in der Technik. Vor allem auch sehr, sehr beständig. Gestern schon im Weitsprung. Aber auch mit der Kugel. Das hat irgendwie funktioniert. Dann hat man das Gefühl, das ist sehr, sehr weit automatisiert, die Bewegungsabläufe. Locker natürlich der Salzburger, der in Desenzano ja schon vor 3 Wochen. Guter Start, Dieselberger, gut weggekommen. Erste Hürde passt, bisschen verzogen, zweite passt, auch die dritte. Und da ist er schon jetzt mit dabei vorne. Kämpft er hier um den Disziplinensieg, touchiert auch noch die 8. Hürde. Und jetzt auf Platz 2 hinter Barras, 14:41 für den Franzosen. Und ein bisschen mehr für Dominik Dieselberger. Das ist gut, das ist absolut Ziel. Aber der liefert hier wirklich eine klasse Vorstellung ab, dieser Dominik Dieselberger. 14:46 die Zeit für ihn, super. Ah, da war es gut zu sehen, wie knapp die Läufer da versuchen müssen, über die Hürde zu gehen. Und dann kann er von dem Barras nicht mehr ganz abfangen, da fehlt ein halber Meter vielleicht. 14:39 für den Franzosen, 14:46 für Dominik Dieselberger. Brent Newdick an der dritten Stelle, 14:66, da noch einmal gute Stühle. Da touchiert er leicht, das kostet Zeit, da muss man sich ganz kurz... GB, Dominik Dieselberger, die Weite vielleicht noch ganz kurz. Suarez, 43:79. Ui, der ist ihm ganz verunglückt, Dieselberger. Da hat er zu forsch angerissen und dann viel zu flach die Scheibe. Kasianov. Und letzter Versuch, Dominik Dieselberger. Daumen drücken, was wird das? Ja, den erwischt er, glaube ich, besser. Da fliegt die Scheibe zwar nicht wirklich gut, aber ein bisschen besser könnte das sein. Dominik Dieselberger, ungültiger Versuch, da ist er hinausgeflogen. Da kann er sich nicht drinnen halten und damit kommen 31,43 Meter für zweiter Versuch. Ungültig, im ersten. Jawohl, der war sicherer und von der Weite auf die 45 Meter Marke. Da macht er wieder ordentlich was gut. Ganz stark Roland Schwarzl. 15 Punkte Indy nach dem ersten Tag, ein paar Hundertstel, 1/200 im Hürdensprint, aber hier macht er viel Boden wieder wett. 44 Meter und 95, 2,5 Meter oder etwa 50 Punkte, die er hier, der beste Lionel Suarez, der wird hier wohl auf Platz 2 nachrücken und über die 1500 Meter muss man sich kennen. Dieselberger, 4,40, jawohl. Ja, der Dominik Dieselberger, da lässt wirklich nichts anbrennen. Jetzt liegt er schon wieder im Plus, denn 4,30 bei seinem besten Stabhochsprung, bei seinem besten Zehnkampf im Stabhochsprung und 10 Zentimeter machen auch gleich wieder 30 Punkte aus. Und wenn das Wetter ein bisschen hier mitspielt, dann hat man das Gefühl, dass bei ihm hier noch nicht Endstation ist. Die Österreicher wirklich stark. Union Burgstall. Einmal geht's noch. Roland Schwarzl, zweiter Versuch. 5,10 Meter. Der sieht gut aus, der sieht gut aus. Jawohl, da bleibt die Stange oben. 5,10 Meter für den Salzburger. Hat er sich da Zentimeter um Zentimeter nach oben gekämpft. Und jetzt liegt er schon 22 Punkte über seiner Durchgangsmarke beim Hausrekord bei seinen 8.102 Punkten. Toller Sprung von Roland Schwarzl und Brent Newdick.
5 Meter und 10, rechtzeitig noch geschafft. Aber das sind jetzt durch die Bank gute Versuche, da sind keine Durchhänger mit dabei, Versuche, wo man das Gefühl hat, da stimmt der Anlauf nicht, da stimmt die Sprungtechnik nicht, das sieht alles ähnlich aus. Also auch. Ja, der kommt gut. Bisschen weiter als auch schon. Um die 54 Meter vielleicht sogar. 54,39 Meter, das neue persönliche Bestleistung für ihn. Roland Schwarz. Es war noch zu wenig, diese knapp 52 aus dem ersten Durchgang. Und das. Bisschen besser. Bisschen besser, aber nicht gut genug. Sperrwerfen bereitet ihm scheint es immer noch große Schwierigkeiten. Ah, interessant, so geschmeidiger sich zum Beispiel im Weitspringen, im Stabhochspringen präsentiert. Auch im Diskuswerfen wirklich stark. Da tut er sich schwer wieder ab. Und da noch alles mit dabei. Und Kompliment, ich sehe da sogar Jordanis Garcia, der trotz seiner Salto Nullo im Stabhochsprung hier noch einmal die 1500 Meter läuft. ...200 Meter für Dominik Distelberger. So, jetzt kontert Vosenheimer und Elfassi auf der Zielgeraden. Eine Zeit so um 4,20, 4,21, 3 für Elfassi und Dudasch auf Platz 2. Und jetzt schauen wir, Dominik Distelberger und Ingmar Voss geben sich da hier voll das Match noch auf der Zielgeraden, dass der Sprintstärkere, dass Dominik Distelberger für sich entscheidet. Ryan Clay hat die Nase ganz klar vorne, 325 Punkte vor Jake Arnold. Da wird er sich das nicht mehr nehmen lassen. Aber dahinter der Kampf um die Plätze. Arnold, der Franzose Romain Barras oder der Kubaner Lionel Suarez. Das sind die ganz heißen Kandidaten hier. Ganz kurz der Blick zurück. Was hat sich getan bei diesem Stabhochspringen? Es war ein Ausscheidungsbewerb. Sondergleichen bei strömendem Regen sind die Favoriten, vor allem die Verfolger von Brian Clay, reihenweise an ihren Anfangshöhen gescheitert. Und so war das. Ja, so war der Weg frei für Clay hier zu einem Sieg. Der sind das 8 Sekunden auf Jake Arnold. Schafft Roland Schwarzl die 4,44. Viele enge Geschichten, viele offene Fragen und die letzten Meter. Suarez kämpft und kämpft. Seine Zeit jetzt 4,27,57. Barras im Ziel mit 4,31. Das wird zwischen diesen beiden ganz eng. Und was macht dann Roland Schwarzl jetzt von der Zeit her? 4,39 kommt er durch. Texas hat es gepackt hier in Götzis nach seinem Olympiasieg von Peking und dem WM-Titel 2005 auch hier. Sieg im Möslestadion und Roland Schwarzl, er darf auch zu Recht hier grinsen, lachen, feiern, hat sich durchgebissen. Also die offizielle Punktezahl wird es dann in Kürze geben. Lionel Suarez gewinnt hier den Lauf, wahrscheinlich noch auf Platz 2. Ganz stark unsere beiden Österreicher hier. Nächste Zeit müsste dann schon für Roland Schwarzl gelten. 9:16, tadellos, der Nachwuchs hat groß aufgezeigt. Ein Busserl von Gatin Sandra, ganz stark hier das Zusammenspiel auch mit dem Betreuerteam.